Ich erschieß dich. Ja. Was? Nein, hier oben. Und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren... Ey, ich muss ansagen. Folge... Oh, das war knapp. Zu Elden Ring. Wir sind hier und... Au. Bitte, was? Was hast du gemacht? Nimm ihn. Ohne. Es ist nicht nötig, jetzt meine Kung-Fu-Techniken unter Beweis zu stellen. Dann hau ihn einfach einen raus. Ah! Finger weg! Geknotet wird hier nicht! Oh nein! Der sieht ja mächtig aus. Nach links. The cavalry has arrived. Ja. Eine sehr spannende Angelegenheit. The Bluecoats must have chased that psycho away. I needed to let Marv know where I was. Hey, immer wenn ich losheulen will, ich quatsch dazwischen. Nach unten. Hoffentlich ist nichts kaputt. Mein Handy, es war teuer. Ist hier noch was Feines? Oh, eine Zigarette. Ja, ja. Marv. Adam, are you alright? Nee. Meine Rippen sind gebrochen, mein Bein ist gebrochen, ich habe ein Schädeltrauma, ja, und keine Freundin. Ich bin ganz einsam in meiner Wohnung. Ich weiß nicht mal, was ich machen soll. Ich will eine Freundin. Ah, Marv, I'm hurt. You guys are near my location. Hang on tight, Wolf. We'll track your signal. Ah, cool. Und gute Nacht. That was one nasty fall. You're lucky to be alive. Ihr bringt mich nicht ins Krankenhaus. Ich bin eine Klippe runtergefallen. The patrol went after that maniac, but lost his trail in the woods. Ernsthaft? The medic patched you up, and I brought you here. Oh, thanks for coming to get me, man. Don't sweat it. Here, take this. Might save your life next time. Mehr Munition? Bessere Waffe? Eine Schrotflinte? Rakete. Mir Raketenwerfer. Oh. Okay, ich auch. We found this when we were chasing after that freak. Looks like a bunch of nonsense to me, but it might be right up your alley. Ich habe jetzt nur die Munition genommen und die schutzsichere Weste nicht? Okay. Ich bin halt ein Superheld. Oh, okay. I gotta run. See you later. Yeah, see you around. Wer ruft denn jetzt an? Meine Mama. Adam, Susie is getting worse by the minute. Are you any closer to opening the box? Damn thing's like a Matryoshka doll. You open one box and there's another inside. If there's anything I can do to help... As a matter of fact, you can. This layer's got some scribbling on it. It's nothing I can make out. Maybe you'll have something on it from your research. Send me a photo. I'll take a look. Ich will Foto machen. Ja, Licht stimmt. Farben sind auch super. Ist nicht verschwommen. Schieß! I recognize this. You're not gonna like it. What is it? It says that only the dead can open it. No. Also ein Zombie. Oh, great. Well, let me just ask one of my dead buddies to do it. I'll have to find a way to cheat that thing. I'll talk to you later, Des. Was ist das? Wow. Wer hat da seine kreative Ader ausgelassen? Der Mann ist ein Psychopath. Ach, ach. Ich kann nicht lesen, was da steht. Steht da Memo? Mama? Das ist aber seltsam.
Der Täuscher ist flüssig, formlos und ein Schatten schlauer Finsternis. Er wechselt von Mensch zu Mensch, von Kopf zu Kopf und findet immer wieder einen armen Tropf. Bing! Des Täuschers... Täuschers? Nächstes Gefäß? Dies... Was? Jimmy, warum sollte auf der Abschlussliste dieses Irren sein? Ich sollte... Abschluss... Achso, da! Adam, das bin ich! Jimmy... Blue... Ochsenknecht... Wir laden mal nach. Und Schnelldurchlauf. Schick. Gut, dann gehen wir einfach mal einen Orangensaft trinken. Wo ist denn die Bar da? Nein, das bin ich. Das muss ich. Und die Tür schon auf. Warum nicht? Bei einer Bar? Hey, Wolf. The usual? Ja, ein Orangensaft, yeah, bitte. Hit me. Boah, jetzt bin ich aber breit von den Orangensaft. So, that hit list also had your name on it. Wie die sich verliebt angucken, guck doch mal, diese Zuneigung, das ist Liebe. You're telling me I'm on that list? Me? But wait. I think I may have an idea why. You said you needed to be dead to open that box? Lass mich raten, du warst mal tot. Well, aside from mixing a decent cocktail, I also know a thing or two about mixing potions. Bitte was? I'll make you one that'll get you closer to death than you've ever been, but will not let you cross that threshold. Was bist du denn für einer? Ich lieb dich nicht mehr. What do you need for it? Look, I'm not doing anything till I make sure no one shows up in here and tries to take me down. Hang around for a bit while I get the recipe, and do me a favor, turn on the security cameras while you wait. If anyone's coming for me, I want to be able to see them before they see me. I'm on it. Just make sure you get the right recipe. Ja, muss ich einmal das Rezept holen? Muss ich hier irgendwo hin? Brieflein. Warum auch immer. Kann schnüffeln. Mach das bloß nicht zu Hause. Das. Hobes Lieblingsfoto, ob ich da wohl rankomme. Wir besorgen nebenbei für den Vogel was zu essen. Jimmy besorgt die Rezeptur und ich sollte besser die Kameras da draußen reparieren. Die also. Ich komme nicht dran. Ich brauche etwas, worauf ich mich stellen kann. Yep. Kein Stuhl? Gut. Da, den Hocker. Klar, ich bin ein kleiner Mann. Nennt mich Bilbo. Lass mich raten. Was, das war's schon? Ich brauchte nur einen Knopf drücken. Ah, klar. Ich bin Mechaniker. Und den Stuhl lassen wir draußen. Wie schmutzig. Und da komme ich ohne Stuhl ran. Okay, ich glaube, wir sind hier draußen fertig. Ach, guck mal. Ich hab draußen alles repariert. Got it. I need help with some of the ingredients, though. Ground poppy seeds, a raven feather, and get this, a dead man's hair. Was?
Was? Haare von einem Toten, den Wissen war. Rabenfedern, gemahlene Mohnsamen. Ja, und dabei gehustet. So, I guess I'm your one-man grocery store, eh? Where am I gonna find a dead man's hair? Hey, do you want that concoction or not? You'll figure it out. Ih, wir trinken dann die Haare von jemandem. Okay. Dann wollen wir mal kurz zurück. Dann wollen wir in mein Apartment. Dafür haben wir sicher die Trauben. Lässt mich nicht in seine Nähe, bevor ich Futter auf den Tisch. Das funktioniert nicht. Ich sollte den auch auf den Tisch packen. Hier, nimm den Kaffee. Ich werde das Futter aber nicht so einfach auf den Tisch. Ist das eine Katze oder so, die aus der Schüssel knappern muss? Wo finde ich Mohnsamen? Das habe ich ja. Aber wo sind Mohnsamen? So, dann wissen wir, dass wir zu den... Hallo. I'm sorry, but who the hell are you? Jesus. Wolf, Detective, let me take a closer look. Yes, of course. Ich muss mich bleiben, bevor der Typ Verdacht schöpft. Ich trinke gleich deine Haare. Sehr viel Saft dran. Und wo finde ich jetzt Mohnsamen? Hat der junge Mann was? Hast du Mohnsamen für mich? Nee, ne? Warte, vielleicht gehen wir mal in die Bar. Es hat diese Zutaten für ihn besorgt. Wo finde ich Mohnsamen? Wartet. Das dauert zu lange. Und was soll ich jetzt? Ah, okay. So einen kleinen Verdacht hatte man. Was ist das Mohn hier? Ah. Ernsthaft? Eine fehlt noch? Okay, wäre ich mal eher hierher gekommen. Ja. Oh, uff. Jetzt ist unser Inventar leer. Und gehen wir hier hin. Und guck mal, dein Fütterchen hab ich. That's it. Now I can work my magic. Watch and learn, friend. Well, I'm kind of hoping this is a one-time thing. Pass me that emerald liquid. Was bist du denn für eine? Smaragd? Smaragdfarbene Flüssigkeit. Ja, sehr schön. I need to stir the emerald liquid with a crystal spoon. Don't laugh. Du solltest aufräumen, Kollege. A live spider for some eight-legged goodiness. Now an ingredient that's used absolutely everywhere. Yep. Oh, Knoblauch. You guessed it. It's garlic. Knoblauch ist lecker. Mm. Knoblauch.
seine Brille auf. Knoblauch? Hier in den Kopf. A pig hoof. Sounds ridiculous, but this'll make you harder to detect in the netherworld. Trust me. Ernsthaft? Was brauchst du mir da zusammen? Ein Schweinefuß. Schweinefuß. Ja, okay. I need a lump of coal. Don't worry, it's not a big one. Das war ein Schweinefuß. Jetzt braucht er einen Brocken. Some dried fish is needed. Not a far cry from your usual fragrance, Adam. Bitte was? Ich rieche wie ein Fisch? Das ist gemein. Ich will kein Fisch sein. Green eyeball. Don't look at me like that. It's really needed, honest. A grated horn. Why are you looking at me like that? It's not the horn of a black rhino, and no animals were harmed for this one. Relax. Was bist du denn für einer? Ein geraspeltes... brauche ich jetzt eine Raspel? Einfach mal gegen den Kopf. Guck mal, der Teufel! Das ist eine kleine Reibe, aber sie wird reichen. Achso. Ginseng root. I heard it's great for your memory. It's sure gonna make this venture of yours unforgettable. Du bist komisch. Eine Ginsenwurzel. Das ist sie auch nicht. Was es auch immer sein mag. Eine Grinsenwurzel. Next up on the menu were some dried figs. You look almost relieved. Sind das nicht die hier oben? Ernsthaft? Ich dachte, das waren die. Feigen, wo seid ihr? Grab that fan. I can't see anything from these vapors. Schnappt ihr den Ventilator vor? Wo siehst du hier einen Ventilator? Das ist ein Fächer! Unfertiger Todestrank? Now, there's just one more thing you need, and that part, you have to do yourself. The last ingredient should be mixed in right before you drink this. It is the blood of a dying person, the one caught between life and death. Blood. This is gonna taste horrible. Yeah, yeah. Well, take it like a man. Yeah. Okay. Sehr schön. Man braucht nur das Blut, eine... Und natürlich habe ich das Messerchen weggepackt. Natürlich. Und wo finde ich das nächste Messerchen? Vielleicht möchte ich ja zu Hause sterben. Gehen wir in mein Apartment. Mein Blut. Oh. Also doch draußen. Mein Blut. Ist es hier? Jetzt ist mit der Realität nicht weit gekommen. Ja. Was willst du eigentlich von mir? Oh, okay. Hä? Warum willst du zu denen? I'm losing her, Adam. Don't worry, I won't let her die. I found a way to open the next lair.
There's a potion I have to make, and it requires the blood of a dying person. You see what I'm getting at? Ich dachte, die sterbende Person, die sterben will. You want some of Susie's blood? No. Exactly. I only need a little. Okay, so be it. We need to save her, Mr. Wolf, please. Yeah, deswegen bin ich ja hier. So, und damit sag ich, wir sehen uns in der nächsten Folge und zapfen der Kleinen dann das Blut ab. Bis dann!